Ja, moin Leute, der Vex hier und willkommen zur Demo von Sword 2 Flesh and Blood. Ich hatte es auf Facebook ja bereits angekündigt, dass eventuell das zweite Projekt mit S anfängt und die Zahl 2 im Titel hat. Und ja, Sword 2 ist es, wer hätte gedacht, war auch so unglaublich schwer. Da es nur vielleicht so sein wird, let's play ich jetzt lieber mal die Demo, um eure Meinung dazu zu erfahren. Und dementsprechend wird es dann auch die Vollversion geben oder eben nicht. Gut, ich starte mal auf... normal, den Geistesrang bin ich nicht. Einige Feinde können nicht mit Brachialgewalt besiegt werden. Benutzen sie ihre Umgebung, um zu gewinnen. Das klingt schon mal interessant. Nein, ich will leben. Adam Saw. Also, ich habe die Saw-Teile nicht alle gesehen. Ich habe, glaube ich, den einzigen Saw-Film, den ich gesehen habe, war Teil 3. Aber ich weiß nicht mehr genau. Kann auch sein, ich habe schon mal Saw 5 gesehen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Saw-Teile es eigentlich gibt. Weil mich die Filme nicht so wirklich interessieren, aber es ist eben doch ein Horrorspiel, was ich... Oh, wir haben Schlüssel im Auge. Ah, fuck. Ja, aber es ist halt doch ein Horrorspiel, was ich noch nicht gespielt habe. Den ersten Teil habe ich ein bisschen gespielt. Lief auf meinem PC aber relativ scheiße. Also auf meinem Laptop damals. Naja. Sehr interessant. Das ist schlecht. Oh, fuck. Na dann. Ah, shit. Ach, Y, okay. Oh, fuck. So, uah. Ah, das muss doch... Ja, dumme Frage, das muss doch wehtun. Auch wenn es nicht meine Frage ist. Oh, dass der sowas aushält. Dass man sowas überhaupt aushalten kann. Ah, scheiße. Alter, wie viel Blut ist das mittlerweile schon? Boah. Na dann. Ja, da hätten wir den Schlüssel. Ah ja, die berühmten Stachelkopfteile da. Die, naja... Wenn sie zugehen, hast du halt die Arschkarte gezogen. Bisschen schlaff würde dem auch nicht schaden. Gute Frage. Mich interessiert es ja immer, wie die überhaupt hierher kommen. Also in den Filmen werden sie immer K.O. geschlagen und dann weggeschliffen. So. Das hat wirklich wehgetan. Wenn sie verletzt sind, finden sie ein Gesundheitshypo und wenden es an sich an, um die Schmerzen zu unterdrücken. Nachdem sie ein Gesundheitshypo gefunden haben, drücken sie LB, um es zu benutzen. Das wird ihre Gesundheit wiederherstellen. So, okay. Da ist auch schon eins drin. Alles klar. Uns schön die Spritze geben. So, now is the time to take a hard look at yourself. Ja, das... Die Zeit sollte aber eigentlich schon früher kommen. Man sollte eigentlich gar nicht damit anfangen, Drogen zu nehmen. Oh, ein Spiegel. Oh, fuck. Ah, oh, die haben... Ah, oh, shit, wir haben so ein Brandmal auf der Brust. Oder uns wurde da einfach was vom... Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlicher. Uns wurde da ein bisschen was von der Brust weggeschnitten. Okay. Das... Ja, was das sein soll, weiß ich nicht. Ah, ein Tutorial, wie das Teil funktioniert. Sehr interessant. Was ist das? Look around. Oh, wir müssen das Teil nachstellen, okay. Ich würde mal sagen, das kommt hier hin. Das kann so bleiben. Moment, nee, das muss so hin. Und das kommt so hin. Ja, fertig, oder? Ja, eigentlich schon. Hallo? Hallo, das ist fertig. Oder? Ja, doch, ist fertig. Habe ich irgendwas verpasst, genau. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Eigentlich nicht. Es sei denn... Oder? Nee. Nee, sei es richtig. Hä?
So ist auch irgendwie falsch. Oh, fuck. Wow. Okay. Das Geräusch war gerade extrem erschreckend. Hätte ich das wissen können, dass das Teil darunter zeigen muss? Nee, ich dachte, das muss zum Pfeil zeigen, zum linken. Oh, das ist dunkel. Oh, so viel dazu. Sie haben jetzt eine Taschenlampe, die dunkle Bereiche erhellen kann. Drücken Sie Y, um sie an- und auszuschalten. Alles klar. Wow, das ist extrem geil. Hier liegen auf jeden Fall vier Scherben. Und hier sind zwar, hier sind schon zwei gestorben. Flucht aus Jigsaw, oh Gott, Flucht aus Jigsaws Werkstatt. Sag mal, wie viele sind die gestorben? Oh, was ist das denn? Oh! Oh, fuck. Ah, das, toll. Aha. Was war das? Sah aus wie ein Arm, der zerspringt. Aha, okay. Ah, da stand also Jigsaw. Was war das? Oh, fuck! Alter! Sag mal. Das sind aber krasse Methoden. Okay. Was ist das? Ah, das ist der Typ aus Teil 1. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Okay, was ist das? Sie können das Szenen, aber verstehen Sie es auch? Gamble. 573. Ich nehme mal an, das ist für irgendwas eine Zahlenkombination. Für was auch sonst. Da können wir nicht lang. Okay. Wahrscheinlich für die Tür da hinten. Ja, yep, ist auch so. 5, 7, 7. Und die 3. Wunderbar. Hier ist bestimmt irgendwas fallen. Das war im ersten Teil auch so. Alter, was ist das denn? Voll der Dallen im Boden. Voll der Krater. Oh, fix. Ja, ich hab's erst auf A gedrückt. Zum Hauptmenü zurück. Ach du Scheiße, ich muss das alles neu spielen. Wie hässlich. Gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Und da werden wir auch schon wieder. Geht zum Glück schnell, wenn man alles schon kennt. Ah, toll, Quicktime Events. Ich hasse sie. Ein Rohr. Lass mich raten, wir können das damit aufbrechen oder so. Oder einschlagen. Oh, zertrümmern. Das klingt natürlich auch toll. Arr! Like a bounce. So. Aber wir sind draußen, wir können abhauen. Na, natürlich nicht. Wäre zu einfach. Oh, fuck. Alter, der wurde einfach durchstochen. Wo zur Hölle ist das? Das sieht aus wie eine riesen... Das ist... Alter, was ist das für ein Gebäude? Das ist hier riesig. Und wir sind alle hier gefangen. Ich frage mich, wie viel das sind. Die hier so gefangen sind. Das müssen ja unglaublich viele sein. Wenn so ein großes Gebäude dafür gebraucht wird. Oh shit, da wollte jemand raus. Da wollte jemand raus. Definitiv. What the fuck? Das war Jigsaw. Aber 100 pro. Na dann, wo wären wir denn hier? Ah, auf jeden Fall gibt es hier wieder einen Medizinschrank. Ein Nagel. Aha, wofür soll der gut sein? Knacken Sie das Schloss zur Tür. Was ist das? Puzzleteil. 1 von 26. Irgendwo klingelt hier ein Telefon. Ach, das Telefon hier klingelt. Ich will rangehen. Hallo. Ach, geht schon. Geht leider nicht. Ah, mit dem Nagel kann man die Tür knacken. Alles klar. What the fuck? Wow. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Lol, direkt beim ersten Mal geschafft.
das nicht der... Das ist doch Jigsaw mit einer Maske auf. Aber 100 pro. Alter, was sind das denn für Abdrücke da hinten drauf? Sieht aber nicht lecker aus. Auf jeden Fall nicht gesund. Was? History repeats itself. Na dann. Ah! Oha! Hä? Wow! Alter, war das da? Shit, that was close. Oh ja, das war echt knapp. What the fuck? Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ich habe nichts gesehen. Ah, wir laufen gerade auf Scherben. Das muss doch wehtun. Aber wir sind badass. Wir halten sowas aus. Links. Exit oder rechts? Das beantwortet dann die Frage wohl. Ah, der wird wohl zusammengehauen. Nicht cool. Na gut, lieber abhauen. Wow! Klar. Gut, Leute, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich hier wegen den ganzen Quicktime-Events sterbe. Das ist wirklich so ein bisschen blöd. Wie lange habe ich denn schon aufgenommen? Ah, ist 8 Minuten. Na gut, ich werde doch einen Versuch wagen. Aber das ist der letzte Versuch. So, Leute, ich hoffe mal, diese 8 Minuten haben gereicht, denn ich habe keinen Bock mehr, weil ich in den Quicktime-Events zu oft gestorben bin und es nicht zwischengespeichert wurde. Sehr geil für die Demo. Sehr, sehr geil. Ich hoffe mal, das wird in der Vollversion nicht so sein. Jedenfalls hoffe ich, dass diese 8 Minuten ausgereicht haben, damit ihr euch eine eigene Meinung über das Spiel bilden könnt. Wenn nicht, dann schaut bitte noch ein paar Gameplays an. Also auf YouTube gibt es da bestimmt ein paar Gameplays. Denn wenn ihr ein Let's Play dazu sehen wollt, dann müsst ihr den Like-Button drücken und wenn nicht, den Dislike-Button. Und das geht dementsprechend nur mit einer eigenen Meinung über das Spiel. Also mir gefällt das Spiel. Es wäre mal wieder ein Horrorspiel, was ich noch nicht gespielt habe. Und ihr entscheidet, ob ich es Let's Playen werde oder nicht. Also, viel Spaß beim Voten. Ich werde es ja dann sehen, wenn das Video irgendwie 100 Likes hat und 10 Dislikes, keine Ahnung. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.